Moin liebe Filmfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Kritik, nämlich zu Der Unsichtbare. Der ist ja heute erschienen auf Blu-ray, DVD, 4K und digital bei Universal Pictures. Ja, die haben mir nämlich auch ein Presseexemplar gestellt, aber wie ihr wisst, ist es eine Pressedisc und ich zeige euch nämlich das fertige Produkt. Das könnt ihr nämlich jetzt hier so sehen und wenn das jemand scharf macht. Der Unsichtbare, FSK 16 Elizabeth Moss, hier auf dem Cover. Sieht auch sehr fertig aus, sah auch sehr fertig aus in ihrer Rolle. Und hinten haben wir dann halt so das, die Rückseite. Die Rückseite seht ihr noch ein paar Szenen hier und so weiter. Und was kann ich über diesen Film sagen? Es ist angesiedelt im Psycho-Thriller-Bereich-Genre. Umgesetzt von Blumhouse Productions, die sich ja die Rechte gesichert haben. Und es sollte ja eigentlich damals in Dark Universe, sagen wir mal, mitgestaltet werden. Ihr wisst ja, die Mumie kam raus und dann kam halt auf jeden Fall, dann sollte der Unsichtbare und wie sie alle heißen, sollten dann rauskommen in diesen nachgestellten Marvel-Universum, nämlich das Dark Universe. Ging in Hose beim die Mumie und darum hat man dann halt das einfach als eigenständigen Film gemacht, vielleicht als mit der Hoffnung, dass man nochmal die Unsichtbare 2 machen kann. FSK 16 ist dieser Streifen, geht, auf jeden Fall muss ich immer nochmal gucken eben, der geht auf jeden Fall 124 Minuten, da ist so ein bisschen das kleine Manko, geht teilweise echt zu lang oder braucht zu lange in Fahrt zu kommen, sage ich mal. Also ist ja auch, wie ich das jetzt bei YouTube gesagt habe, genau wie bei The Old Guard, ist das hier bei dem Streifen auch so, der braucht einfach ein bisschen zu lange, bis der in Fahrt kommt und wirklich spannend wird. Man tappt so ein bisschen länger im Dunkeln, man weiß eigentlich, was passiert, nur irgendwie, wie das immer so ist bei irgendwelchen Thrillern, wo ist der Twist, wann fängt er an und wann kommt er eigentlich mal, und das war bei Der Unsichtbare oder The Invisible Man. Ich verstehe so manchmal die deutschen Titel nicht, aber egal. Und das Ding ist einfach hier, man wartet auf diesen unsichtbaren Mann und man kennt ja die Geschichte von H.G. Wells. Das wurde ja hier umgesetzt von einem sehr bekannten, die Story wurde ja umgesetzt von Lee Whannell, der, den man ja kennt, zum Beispiel aus Saw, der sich das den Fuß abgesägt hatte. Der hat auch damals da die Storyline geschrieben, das Screenplay, also das Drehbuch. Hier ist es auch so, er führt sogar Regie und er macht hier sogar das Screenplay. Ja, und man muss hier sagen, was er schon bei Saw eigentlich ganz gut gemacht hat, so ein bisschen dieses, es ist ja kein Kammerspiel jetzt hier in der Art, aber es ist so Katzen-Maus-Spiel. Man denkt ja schon, es ist so ein bisschen doch schon vorschaubar, aber da fehlt mir einfach so ein bisschen was. Also der wurde ja so hochgehypt und das war einfach so ein bisschen, wo mir was fehlte. Ab der eine Stunde, sag ich mal, bis 124 Minuten, das ist einfach zu wenig. Wenn man überlegt, der braucht so lange, klar, will er so Story-Elemente wie Stalking ansprechen und natürlich dann, sei mal, auch ein bisschen so das Sci-Fi-Thema, dass man natürlich sagt, unsichtbar, ne? Das ist natürlich unmöglich und dass man sagt, okay, sie ist verrückt, aber es ist einfach zu wenig, dass man sagen muss, das ist wirklich ein super klasse Top-Film. Muss man einfach sagen. So, aber ansonsten kommt schon so ein bisschen durch den Score so die Stimmung auf, die Spannung und auch die CGI-Effekte sind ganz gut gemacht, so mit diesem unsichtbaren Thema. Ja, das kann man eigentlich so sagen in diesen Streifen. Extras sind hier ein paar auch drauf, unveröffentlichte Szenen sind hier drauf und das war's, glaube ich, auch, weil hier sind nur unveröffentlichte Szenen drauf. Das Bild ist auf jeden Fall klasse, kann man sagen, der Sound ist auch wirklich sehr gut. Wir haben hier nämlich ein 5.1 Dolby Atmos Sound, also Dolby Atmos und 5.1 könnt ihr machen. Und natürlich, dann habt ihr halt hier Widescreen, Untertitel, Deutsch, Englisch, Türkisch. Ja, ihr habt hier alles volle Programm, was ihr gucken möchtet. Ja, was du nicht sehen kannst, kann dich verletzen. So ist das. Und was würde ich diesem Film geben? Ich würde auch eine 6 von 10 geben, weil das einfach nicht genug war. Ist einfach so. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und für weitere Kritiken könnt ihr mir natürlich hier gerne folgen auf, hier auf Instagram. Ne? Und ja, ich würde sagen, Leute, bis dann und schauen. Bam.